küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht bis oben aus. Halte es nicht bis oben aus. Wir tun so, als ob sie früher wär. Deine Jacke riecht nach Haut. Jeder Song quasi, den ich mir ausgesucht habe von den anderen Künstlern, hat ein ganz eigenes Gefühl tatsächlich. Also kein Song ist wie der andere. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wie jeder von den anderen Künstlern und Künstlerinnen schreibt. Und ich habe tatsächlich aber für all die Songs echt für mich ein schönes Gewand gefunden, was irgendwie mich total widerspiegelt und trotzdem aber den Künstler oder die Künstlerin, die es geschrieben hat, darin nicht verliert, weil das war mir auch ganz wichtig. Ich wollte irgendwie nicht die Songs nehmen und sagen so, okay, das ist jetzt ein leerer Song oder so und irgendwie einfach nur mein Ding draus machen, sondern trotzdem so die Emotionen von dem Interpreten vorher irgendwie mit reinnehmen. Und für mich ist es was total Neues, Songs von anderen zu singen und zu performen. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal viel aufregender als jetzt meine Songs zu singen, weil ich viel mehr das Gefühl habe, oh Gott, was ist, wenn ich mich versinge? Oder was ist, wenn es den Menschen nicht gefällt? Oder so. Also so all diese Sachen, wo du dir selber natürlich nicht bei deinen eigenen Songs fragst, gefällt es mir? Weil wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es nicht spielen. Aber so wird irgendwie Michael Patrick Kelly die Version irgendwie von seinem Song, die ich aber singe, wird es ihm gefallen oder was denkt er denn dazu? Und all diese Fragen, die man sich halt dann eben doch schon fragt vorher.